Jetzt schon vorbereiten, Sternenstaub-Taktik für das Weltmeisterschaften-Event. Dann hat jemand knapp 100.000 EP für einmal Arena-Drehen erhalten. Und mehr, wir fangen mit dem Weltmeisterschaften-Event an. Welches noch ein bisschen dauert, am 16. August wird das starten. Währenddessen finden da in Hawaii die Weltmeisterschaften wirklich von Pokémon statt. Wird auch auf Twitch übertragen, wer sich das ansehen möchte. Und hierfür bekommt man dann auch ein Shirt. Per Code im Stream wird das verteilt, nämlich das Recht auf diese Einblendung. Das weiße Shirt. In Blau kann man es sich wohl vor Ort verdienen, wenn man irgendeine Schnitzeljagd absolviert. Aber stellt euch mal vor, jemand bekommt vor Ort diesen Code. Oder mehrere davon? Ja, dann schenkt man die einfach an seine Freunde weiter. Wie auch immer, nehme ich mal an, dass man das so machen kann. Dieses Pikachu da drauf finde ich aber echt genial. Da hat man mal nicht einfach nur einen neuen Hut aufgesetzt in einer anderen Farbe oder so, sondern ein komplett eigenes Pikachu mit Taucherbrille, Schnorchel, Flossen und einem Outfit. Ich bin schon sehr gespannt, wie dieses Pikachu auch im Spiel aussehen wird. Ne, kann schon shiny sein, wird allerdings bei den Pokémon in der Wildnis natürlich nicht aufgelistet. Wieso auch? Dafür starten wir direkt mit Mankey, Schlurp. Okay, aber diesmal nicht so viel Kanto dafür wie aktuell in der Abenteuerwoche etwa. Genauso wird nicht in der Wildnis auftauchen. Na, Linfu. Schade, das ist nämlich das brandneue Shiny auch mit dem Event. Ein Kampf-Pokémon, welches es schon etwas länger im Spiel gibt, allerdings eben noch nicht in schillernder Variante möglich. Irgendwann sind die mal... Moment, oder? Sind die mal in der Wildnis aufgetaucht? Üblicherweise als PvP-Belohnung bei der Go-Kampf-Liga und so wild... Nicht möglich, aber bei irgendeinem Event dämmert es mir. Weiß ich nicht, bilde ich mir gerade ein. Aber nehmt mich nicht beim Wort. Linfu nicht stark in der Go-Kampf-Liga. Dafür tauchen einige wilde Pokémon auf, die man durchaus verwenden kann. Schlurp sogar eine Besonderheit. Da machen wir auch gleich mal mit den Attacken-Boni weiter. Body Slam bei Schlurp ist eigentlich eine Top-Lade-TM-Attacke. Schlurp sehr stark in der Superliga, wenn man es spielen möchte, dann aber mit eben dieser exklusiven Attacke, kann man nicht mal Event-Attacke nennen, einfach Legacy, die gab es früher mal, hat Niantic entfernt und dann sich gedacht, hey, verkaufen wir ein paar Top-Lade-TMs, oder? Also Wildgefangene direkt mit der Attacke, da finde ich eine sehr feine Sache. Linfu kommt mit Turmkick daher. Aber weiß ich nicht. Dafür, für vier Pokémon, wo auch die vorherigen Entwicklungen davon in der Wildnis auftauchen, also die vorherigen Entwicklungen. Felino ist keine Entwicklung, aber ihr wisst, was ich meine, die Familienmitglieder, die Vorentwicklung. Und wenn man die Pokémon im Event entwickelt, kommen sie mit ihrer Community Day Attacke daher. Felino zu Morlord Nassschweif, Wablu, dann bekommt Altaria Mondgewalt, Akub mit Voltwechsel von Mabula, sehr wichtige Sofortattacke, und Fiaro mit Einäschern, habe ich auch schon komplett vergessen, von Datiri. Das ist definitiv ein feiner Bonus. Mankey für Epitaph taucht in der Wildnis auf, Meryl. Na, wirklich, man kann sich mit allen Pokémon in der Wildnis und direkt auch mit den Entwicklungen und so weiter ein stabiles Superliga-Team bauen, wenn ihr also neu seid oder mal in die Go-Kampf-Liga eintauchen möchtet. Ich weiß, das ist leider die Minderheit, aber dann wäre das die perfekte Gelegenheit dazu. Und Niantic möchte wohl vermutlich auch vorrangig den Leuten vor Ort die Gelegenheit geben, dass sie ihre Lucky Trades durchführen können mit den Freunden, die da vor Ort sind, weil man kann jeden Tag in dem Event fünfmal Spezial tauschen. In der aktuellen Season gibt es ja sowieso schon einen Tausch mehr pro Tag, aber ich glaube, so wie das formuliert wurde, sollte es bei fünf bleiben. Doch mit Formulierungen nimmt es Niantic ja nicht ganz so genau. Und ein Bonus, der ja nett ist eigentlich, aber völlig, ja, nicht unnötig. Man kann mit einer normalen Lade-TM Frustration verlernen. Wirklich wortwörtlich drei oder vier Tage
nach dem Team Go Rocket Event. Also monatelang nicht möglich. Und dann Team Go Rocket Event, paar Tage Pause und wieder beim Weltmeisterschaften-Event kann man die Attacke auch verlernen. Muss man verstehen, denke ich. Ja, garantiert nicht. Vielleicht so, dass man die Krypto-Poke... Ich meine, ich finde es gut, wirklich. Versteht mich nicht falsch. Der Bonus sollte permanent da sein. Vermutlich, dass man, wenn man ein Krypto-Felino im Raid fängt oder bei Team Go Rocket, dass man dem Teil hier noch per Entwicklung auch Nassschweif beibringen kann. Etwa für Morlord. Denn, kleine Info am Rande, wer dann auch die Pokémon entwickeln möchte für die Attacke, in der Krypto-Variante erlernen sie eine Ladeattacke nur, wenn sie Frustration nicht drauf haben. Da könnt ihr auch nicht schummeln mit zweiter Ladeattacke hinzufügen oder so. Nö, nö, nö. Ja, und dann fragt man sich vielleicht noch, wo bekommt man dann eigentlich das Pikachu daher? Oder das neue Shiny? In Feldforschungen und im Raid. Ich hoffe, ich meine ja, sind wir mal ehrlich. Ich wollte sagen, ich hoffe, es sind keine Pay-to-Win-Feldforschungen, sprich Eier ausbrüten oder so und so auf dem Raid gewinnen. Das wird keine einfache Aufgabe sein. Entweder ganz viele Power-Ups, die fände ich noch vertretbar, wenn man meinen, nicht meinen, wenn man den Trick anwendet und billige Pokémon pusht. Oder sie machen irgendwas mit vielen Kilometern oder Eier ausbrüten oder im Raid gewinnen. Die guten, besonderen neuen Pokémon sind nie in einfachen Feldforschungen drin, wie etwa fange 10 Pokémon oder so. Würde mich jedoch sehr positiv überraschen. Geteilter Meinung bin ich beim aktuellen Ticket oder bei einem Ticket, welches man sich in dem Event kaufen kann, für 5 US-Dollar, dann 6 Euro bei uns üblicherweise. Das ist wirklich ein happiger Preis, finde ich, für einfach so eine Forschung für zwischendurch. Mit nicht mal einem neuen Pokémon oder irgendwas. Früher, oder was heißt früher? Ja, vor ein paar Jahren hatten wir mal Pantifrost für 8 Euro, will ich meinen, oder 8 Dollar. Da war einfach nur so Pantifrost, irgendein neues Pokémon mal drin. Gar nicht legendär, mysteriös, was auch immer. 8 Euro und ein paar andere Dinge noch. Und nun? Ja, ein Premium-Kampfpass, also so ein grüner Raid-Pass, 25.000 Sternestaub. Und deshalb werden es vermutlich viele Leute kaufen, die es kaufen. Cresselia unter anderem. Weil im Raid gefangene Cresselia kommen so gut wie nicht oder kommen eigentlich nicht auf unter 1501 WP. Ich muss mich immer korrigieren oder mich retten, wenn ich sage unter 1500 wäre es ja 1499. Ja, ich sollte nicht so sehr auf den Details rumreiten. Auf jeden Fall. In den Forschungen gefangene Cresselia haben in der Tat unter oder für die Superliga passende WP einfach. Und Cresselia ist eines der Top-Pokémon für die Superliga. In der komplett offenen Superliga und egal, welche und wie viele Attackenänderungen Niantic hier noch vornehmen wird, daran dürfte sich so schnell, glaube ich, nichts ändern, weil einfach die Basis hier stimmt. Sehr gute Attribute, eine stabile Attacken, Typ Psycho geht auch klar. Da wird wirklich den PvP-Spielern das Geld bisschen so entlockt für ein Cresselia und dann hat es vielleicht ultra unpassende IV sogar. Plus, man möchte Strauchler haben und Strauchler ist eine Top-Lade-TM-Attacke leider. Also, keine Ahnung, da bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Klar, gut, dass man wieder die Gelegenheit bekommt, dass andere Leute wieder ein Cresselia für die Superliga erhalten können, aber dann so viel Geld dafür verlangen, okay, man bekommt noch einen Raid Pass und so weiter, aber von dem Preis und den Belohnungen, die hier aufgelistet werden, weiß man, da wird einfach nur ein Cresselia verkauft. Fertig. Kaufen kann man sich dann auch ab Eventbeginn 3 neue Avatar-Gegenstände und ich meine, sehen echt nett aus. Die Ukulele-Pose, ein Fischerhut und ein Alola-Hemd. Doch, irgendwie, na irgendwas hat die Person mit ihrem Auge. Achtet mal darauf, was passiert hier? Wie kann man sowas für ein Premium-Item hier veröffentlichen? Keine Ahnung, also wirklich, die Posen und alles sehr low-quality. Das muss ich irgendwie oft bemängeln und anmerken. Das kann doch nicht sein, dass man das übersehen hat, oder? Ich meine, sie vielleicht schon, sie hat die Augen zu, aber und irgendwelche Probleme im Auge. Egal, auf jeden Fall eine Ukulele-Pose unter anderem. Das Event hat auch noch eine PvP-Komponente, eine weitere, die richtig heftig ist, aber bevor dann alle abschalten, wollte ich euch noch
knapp 100.000 EP nicht vorenthalten. Mit allen Boni, die wir aktuell in der Abenteuerwoche aktiv haben. In der 7er-Serie hat jemand ein Bild veröffentlicht mit den EP für eine gedrehte neue Arena. 93.876 EP. Auf einmal. Mit einem Glücksei war das schon. Stellt euch das mal vor. Vor 8 Jahren musste man hier gefühlt länger als eine Stunde in etwa Entwicklungen durchführen. Und heute so, ach, ich drehe eine Arena. Fertig. Das hat mich schon ein kleines bisschen überrascht und beeindruckt. Die EP übrigens, wer sich fragt, wieso das so krumme Zahlen sind, bei Arenen werden sie auch durch die Teamfarbe beeinflusst. Manche nutzen das, wenn sie punktgenau, keine Ahnung, 1 Milliarde EP sammeln möchten für den Screenshot im Profil. Dann planen sie im Vorhinein, Moment, was muss ich, wie viele muss ich, von welcher Farbe drehen und so weiter, dass man eben punktgenau bei irgendetwas landet. Okay, und wir landen nun noch in der Go-Kampf-Liga. Ich weiß, mögen nicht viele, aber Leute, bitte, bitte, wirklich, spielt in diesen paar Tagen, wenn ihr Sternenstaub mögt. Na? Wir alle mögen doch Sternenstaub, oder? Garantiert. Und folglich machen wir nun weiter, weil 5 Tage lang, von Freitag bis Dienstag, kann man jeden Tag 100 Kämpfe in der Go-Kampf-Liga bestreiten. Das gemeinsam mit dem 4-fachen Sternenstaub bei den 5 Siegesbelohnungen. Sprich für einen Sieg und oder für 5 Siege vervierfacht. 100 Kämpfe pro Tag. Und nun kommt der Clou. Man muss nur einmal pro Set kämpfen und alle anderen aufgeben. Da gibt es verschiedene Strategien, die doch ein bisschen verrufen sind. Aber wenn Niantic nach 4 Jahren Go-Kampf-Liga dieses System nicht irgendwie verbessert oder fairer gestaltet, dann muss man da einfach mitmachen. Don't hate the player, hate the game. Es macht keinen Unterschied, bei welchen Punkten ihr kämpft nach Rang 20. Egal ob bei 3500 unter den Besten der Welt oder bei 500 Punkten, nachdem ihr einmal den Rang eingerankt wurdet. Und 900 Sternenstaub ohne Event, dann 3600 mit Event erhaltet. Nun, ein paar Tage vorher, könnt ihr täglich eure Kämpfe mit Absicht verlieren. Entweder WPC in Pokémon auswählen, drückt ihr einmal auf Kämpfen, lasst euer Handy nebenbei und dann nach ein paar Minuten schaut ihr wieder rein, habt verloren. Oder ihr gebt jeden Kampf auf und so weiter und so fort. Ihr lasst euch runterfallen und auf 500 Punkte, 600, 700, 800 Punkte, irgendwie sowas in der Art. Und dann geht ihr vielleicht sogar mit einem grünen Raid Pass oder einem Kampfpass hinein, wenn ihr zu viele davon haben solltet. Bei den Premium-Belohnungen gibt es nämlich noch mehr und die eben auch vervierfacht. Und weiter unten kämpft man natürlich gegen schwächere Leute oder auch Personen, die gerade selbst aufgeben. Und dann holt man sich den fetten Sternenstaub, wenn man 5-mal gewinnt und nicht verliert. Oder aber es gibt eben verschiedene Wege. Oder man macht einfach, man startet bei hohen Punkten und geht immer mit Absicht 1 zu 4. Ihr kämpft so lange, bis ihr einmal gewinnt, idealerweise nach dem ersten Kampf, und dann 4-mal aufgeben. Geht enorm schnell und man schwimmt in Sternenstaub. So viel und so schnell kann man gar nicht anders erhalten. Oder aber, wenn man unten angelangt ist und dort garantiert gewinnen kann, 5 zu 0 gönnen, danach 1 zu 4. Und wieder 5 zu 0. 1 zu 4. Hier noch eine Anmerkung. In diesen Tagen gibt es leider oder zum Glück für manche kein IV-Limit oder keinen IV-Boden bei diesen Pokémon. Die können auch 000 haben, was ja üblicherweise bei solchen Pokémon, bei Feldforschungen, bei Raids und so weiter nicht möglich ist. Aber weil man für PvP-IV gerne einen niedrigen Angriff hätte, macht Niantic das als Bonus, kann man sagen. Ja, das wäre nett für ein Cresselia beispielsweise, aber nicht Legios, welchem ich leider immer begegne. Unabhängig davon, jetzt schon vorbereiten, Kämpfe aufgeben, wo man sowieso nicht so viel Sternenstaub erhält und dann 5 Tage lang häufig gewinnen. Na, vielleicht sogar mit Premium Pass, wenn man dort Gegenstände erhält, kann nur mit Premium, mit grünem Pass auch ein XL Sonderbonbon drin sein, anstelle von normalen Sonderbonbons. Mittelmäßig selten, was ich so höre. Ich spiele persönlich nie mit dem grünen Pass hier drin.
Aber genau, sind wir mal ganz ehrlich, eine 5 Tage lang 100 Kämpfe, die schafft doch niemand, wenn man die normal spielt. Und im höheren Punktebereich hat man immer Warteschlangen und genau, deshalb einfach aufgeben. Ich kassiere da manchmal ein paar negative Stimmen, wenn ich diese Taktik vorstelle. So ist PvP nicht gedacht. Man muss jeden Kampf spielen und du sollst doch nicht weiter unten, obwohl du eigentlich schon stärker bist. Ja, hey, 4 Jahre hatte Niantic Zeit. Irgendwann können sie das auch ändern. Was müssen sie tun? Das ist so einfach, also das muss ich gar nicht aussprechen. Je niedriger in den Punkten man kämpft, desto geringer die Belohnungen. Fertig. Wow, ich habe hier gerade irgendeine neue Erfindung getätigt. Wieso bekommt jemand, der bei 3300 Punkten spielt, 5 Minuten auf einen Kampf wartet, genauso viel Sternenstaub wie jemand, der in 3 Sekunden mit einem Kampf durch ist und einen kämpfen muss, bei 500 Punkten? Das ergibt einfach keinen Sinn. Und 5 Tage mit je 100 Kämpfen hatten wir, glaube ich, echt noch nie. Das höchste der Gefühle war mal ein Wochenende oder ab und an Wochenenden. Das sind 2 Tage, aber 5? Das ist wirklich brutal. Und ihr könnt davon ausgehen wie ein Lichtel von dem Windstoß, dass ich sehr oft mit Topsy kämpfen werde. Denn diesen Sternenstaub lasse ich mir nicht entgehen. Okay, und da hier sowieso niemand mehr zuhört, oder Grüße an die 5 Leute, die noch die Go-Kampf-Liga spielen. Bei euch bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Zusehen.